Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 auf der Map Rehbach. Ja, nach dem Update. So, wir haben hier gesät. Crowbot und gesät. Jetzt müssen wir striegeln. Gang hochschalten hier. Müssen wir hart striegeln. Weil Unkraut schon erwachsen ist. Mal gucken, ob wir das hier so einigermaßen gut hinkriegen. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Habt einen schönen Tag, schöne Zeit, schöne Woche. Seid alle fit, gesund. Aha. Sieht man natürlich hier sehr schlecht. Ich glaube, auf dem nächsten Fall lasse ich das erstmal wachsen. Ist ja meistens nach einer Nacht oder wer weiß, nach einer Nacht im Monat. Wird ja dann meistens schön sichtbar. Ich glaube, hier so genau kannst du hier aus der Innenansicht, obwohl, klappt schon. Klappt schon einigermaßen. Ja. Dann wollen wir nochmal. Habe ich allen noch nicht oft gemacht. Leistwort hat man sich immer eine Arbeit abgenommen. Mit Helfern und mit allem drum und dran. Na gut, ich musste jetzt auch hier mit, ich sag mal, Koband lasse ich auch hier von einem Helfer machen. Weil alles hier im Singleplayer zu machen, das ist schon, ja, wie soll ich sagen, das ist eine Hausnummer. Jetzt auch hier, wir haben auch mit dem Spielstand ja mit übernommen, also wir haben die Ballen mit übernommen. Ich hatte ja die Spielstände waren ja so, da hatte ich ja jetzt erst Ballen gepresst. Da habe ich auch alles aufgenommen. Und gut, der Fahrzeugpark hat sich ein bisschen geändert, ist klar. Das, ich sag mal, kommt ja vor. Aber im Großen und Ganzen ist ein bisschen was auf der Karte dazugekommen. Ja, wir haben die Schweine jetzt noch.
weil das Baugrundstück war daneben an, da haben wir dann einen Garten draufgesetzt für, also zwei Schrebergärten haben wir draufgesetzt für Zwiebeln, die brauchen wir in der Handkäse-Produktion. Und sagt schon. Kriegen wir noch ein bisschen Salat raus und alles zum Verkaufen. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Dann habe ich noch auf das Grundstück noch. Also ich habe das komplett neu gestaltet. Ja, mit also Bodentexturen dann da auch gemalt und gemacht und getan. Und aber da kommen wir auch noch hin. Da kommen wir auch noch hin. Ja, und auf jeden Fall noch ein paar Bienen draufgesetzt. Ein bisschen Honig. So. Hühnerchen. Das sind wir eigentlich jetzt komplett. Müssten wir dann im Rennen sein. Was auch mal recht gut tut. Jetzt, wie gesagt, der Kollege gerade am Kurbern. Ein etwas größeres Feld. Da würde ich nämlich gerne Raps drauf machen. Für den Winter, für nächstes Jahr. Oh Mann. Für nächstes Jahr für die Handkäsproduktion noch. Muss nämlich mal gucken, wie lange der Raps jetzt hält. Jetzt sind ja fast 20.000 Liter, die wir reingefahren haben. Und boah, wir hätten nicht mit einmal hin. Wir hätten immer zurückfahren müssen. Gucken wir mal. Das sieht gut aus. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Können sogar noch ein bisschen hier rüberfahren. Jo. Ja, das passt ja mal. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall, damit die Produktion noch weiterlaufen. Wow. Da bin ich aber schief gefahren. Muss doch nochmal zurück. Muss doch noch mal zurück. Jotz Willen. Was haben wir uns denn hierbei gedacht? Gerades Feld, schief gefahren. So ist er. Und allerdings auch ganz selten mal Feldspritze gefahren. Passt aber jetzt, passt es. Jetzt passt es. Hilft mir, hätte die auf jeden Fall alles erledigt haben.
bin auch hier wieder in der Spur drin. Dann können wir. Der hat denselben Sound, glaube ich, wie der 671er. Das ist ein Schrittbrecher. Ich habe auch immer noch so Schätzchen im Mod-Ordner, die man gar nicht so nutzt. Ey, das ist auch mal so ein Ding. Ja, und wir müssen dringendst auch Holz machen. Dringendst. All die Weile. Ja, jetzt kann ich überlegen, ob man nicht irgendwie woanders hinfahren. Statt da rein. Das wäre mir persönlich lieb. Moin. Wäre mir persönlich lieber. Du bist in der Milchbude. zweitausend Liter machen die in der Stunde. Ja gut. Jetzt muss man gucken, eine Stunde ist ja eigentlich ein Tag. Ja. Und da haben wir auch schon wieder 23.000. Jetzt ist auf jeder Map so, die Tiere, die produzieren. Hinter Tier ist ein bisschen unpraktisch. Wir sollten so Verbrauchsgüter eigentlich hinten rein und davor die Maschinen, die das Zeug auch brauchen. Aber gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein für heute. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank für eure Likes, eure Abos. Wenn es einem gefallen hat, ein Like und ein Abo dalassen. Freue ich mich riesig drüber. Und vielen Dank für euren Support bisher. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Tag noch. Wunderschöne Restwoche. Oder Wochenende. Ich weiß gar nicht, wann die Folge hier kommt. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.